Ich freue mich nun über einen Gast, der heute extra aus Berlin zu uns hier nach Weimar angereist ist. Einige werden sich vielleicht erinnern, dass wir Mitte des Jahres nach Budapest eingeladen waren. Also wir, einige Leute von Radio Leute Weimar, um dort eine Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu begleiten und im Anschluss darüber ein Feature zu produzieren. Parallelen zweier Mordserien war das Thema dieses Kongresses, die NSU-Morde in Deutschland und einer Mordserie an Roma in Ungarn. Initiiert wurde diese Veranstaltung von Dr. Ralf Melzer. Er ist Fachreferent für das Thema Rechtsextremismus bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wenn ich das mal ganz grob umschreiben darf. Und ich freue mich jetzt, Ralf Melzer hier zu begrüßen. Schönen guten Tag. Hallo Shanghai. Ja, ich sage jetzt einfach mal du an dieser Stelle. Wir waren ja schon dabei angekommen. Du leitest die Abteilung Rechtsextremismus in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Worin besteht die wesentliche Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung überhaupt in diesem Bereich? Wir sind keine eigene Abteilung in diesem Arbeitsbereich. Wir sind ein Arbeitsbereich, der einer der Abteilungen der Ebert-Stiftung, dem politischen Dialog in Berlin zugeordnet ist. Wir nennen das zentrale Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Problemfeld Rechtsextremismus. Aber natürlich findet diese Arbeit auch an vielen anderen Stellen statt, zum Beispiel hier auch in Thüringen. Meine Kollegen vom Landesbüro in Erfurt bearbeiten dieses Thema natürlich auch, aber wir bündeln sozusagen in gewissem Maße die Aktivitäten in Berlin. Wir versuchen auch unsere Auslandsbüros in diese Arbeit einzubeziehen, weil wir der Meinung sind, dass Rechtsextremismus, Rechtspopulismus Probleme sind, die man eigentlich nur auch im internationalen Zusammenhang verstehen kann und dementsprechend auch bekämpfen kann. Das heißt, wir machen eine ganze Reihe von Aktivitäten, von Konferenzen über Forschungsprojekte, Workshops, Fortbildungsveranstaltungen, also quasi das ganze Repertoire, das man im Bereich der politischen Bildung und als politische Stiftung zur Verfügung hat, setzen wir ein in die Auseinandersetzung mit diesem Problem. Konferenzen und Podien, das ist immer so ein Versuch, die Öffentlichkeit in schwierige Thematiken mit einzubinden, mit reinzuholen ins Boot. Also nicht nur einfach um bei der Zeitungs- und Radio- und Fernsehinformation zu bleiben, sondern ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Auf den Podien, da sitzen meistens kluge Leute, die viel und tief in der Materie drinstecken zu einem Thema und ja, eigentlich sind immer alle eingeladen, dem zuzuhören, vielleicht auch selbst Fragen an die Podiumsgäste zu stellen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist jetzt nicht die einzige Stiftung, die das macht. Also wir auch als Lotte-Moderatoren haben schon die ein oder andere Diskussion moderiert bei der Böll-Stiftung, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber jetzt muss man mal fragen, welchen Sinn haben diese Podien eigentlich? Also wie kommen die an? Wie kommt man tatsächlich mit so einem NSU-Prozessthema zum Beispiel, kommt man da tatsächlich an bei den Menschen? Natürlich, man erreicht diejenigen, die zu der Veranstaltung kommen. Man erreicht auch diejenigen, die sich im Nachgang über den Verlauf der Konferenz informieren wollen, über Publikationen, die wir machen. Also wir machen häufig Dokumentationen von unseren Konferenzen. Wir stellen die dann ins Netz. Das heißt, es ist ja nicht immer nur die einzelne Konferenz, sondern die fügt sich ein in einen breiteren thematischen Kontext und wir versuchen dann eben auch zum Beispiel auch das von dir genannte Beispiel der Veranstaltung in Budapest. Da haben wir zwei Studien im Vorfeld in Auftrag gegeben, einmal zum Thema NSU, einmal zu dieser Mordserie an Roma in Ungarn, haben das dann in Budapest diskutiert, haben die Veranstaltung dokumentiert, ihr habt die Sendung gemacht. Das heißt, wir versuchen natürlich auch eine Multiplikation der Außenwirkung zu erzielen, indem wir das, was wir an Erkenntnissen zutage befördern, zur Diskussion stellen. So verstehen wir auch unsere Rolle als politische Stiftung. Zur Diskussion stellen, Diskussionsbeiträge liefern, Expertise erzeugen, die in politische Entscheidungsbildungsprozesse einzuspielen, aber natürlich auch in öffentliche Debatten. Und große öffentliche Konferenzen sind ja, wie gesagt, auch nur ein Format. Wir machen Fortbildungsveranstaltungen für Journalisten, wir machen Fortbildungsveranstaltungen für angehende Lehrerinnen und Lehrer. Wir machen einmal im Jahr ein Argumentationstraining für Schülerinnen und Schüler. Da ist das Haus in Berlin voll mit 300, 400 Schülerinnen und Schülern, die wir fit machen in der Argumentation gegen rechte Stammtischparolen. Das heißt, wir versuchen eine Mischung aus zielgruppenorientierten Angeboten und großen Konferenzen, wo wichtige aktuelle Themen, zum Beispiel natürlich NSU, aber auch zum Beispiel eingebettet in die Fragestellung der Verbotspolitik, das haben wir auch mal gemacht, haben dann auch international geguckt, wie
Machen das andere Länder? Wie macht das Deutschland? Parteiverbot, Verbot von Neonazi-Organisationen. Also solche wichtigen gesellschaftlichen Fragen werden von uns auf die Tagesordnung gesetzt, reflektiert und zur Diskussion gestellt. Manchmal kommt es einem vor, also gerade wenn man vielleicht unterschiedliche Veranstaltungen auch gegenüberstellen kann. Ich erinnere mich letztes Jahr, da gab es ja eine Podiumsdiskussion in Erfurt, organisiert von der Friedrich-Ebert-Stiftung, und ja, die war eigentlich nicht so super besucht. Das war ein Riesensaal. Es hätten gut 80 oder 100 Leute reingepasst. Es waren, glaube ich, 36 da in Erfurt, in der Landeshauptstadt. Demgegenüber habe ich selbst eine Diskussion moderiert in Kahla, eine Kleinststadt in der Nähe von Jena. Und da waren über 40 Leute da. Also vergleichbare Zahl, aber eben wie gesagt in einer Kleinststadt und gegenüber zur Landeshauptstadt. Es scheint also dort irgendwo das Interesse größer zu sein. Und aber letzten Endes fragt man sich doch, kommen da nicht doch immer nur die Leute hin, die sowieso informiert sind? Und also kommt man tatsächlich irgendwie an die Informationsblocker? Also an die Hardcore-Informationsblocker sicherlich nicht. Wenn sich jetzt jemand völlig der Kommunikation verschließt, den erreicht man natürlich mit den Angeboten einer politischen Stiftung nicht. Aber was wir schon machen, ist, dass wir eben versuchen, unterschiedliche Wege zu gehen in der Kommunikation dessen, was wir machen, mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Also politische Bildung auch in verschiedenen Formaten. Ein Beispiel: Wir haben in der vergangenen Woche in Berlin eine Online-Debatte auf dem Debattenportal der Ebert-Stiftung, das heißt Sag was, ausgerichtet, wo es um einen Aspekt unserer letzten Studie über rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen ging, um den sogenannten marktförmigen Extremismus. Das heißt, da waren wir in unserem Konferenzsaal in Berlin alleine, also die Panelisten plus noch die Kameraleute. Es gab aber eine sehr rege Diskussion mit denjenigen, die das als Livestream im Netz verfolgt haben. Die Moderatorin hat das, was von den Usern an Fragen eingebracht wurde, an uns, die auf dem Podium saßen, weitergegeben. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir auch gänzlich ohne physische Besucher versuchen, solche Themen zu kommunizieren. Aber klar, Leute, die sagen, wir verschließen uns solchen Angeboten, wir lesen nicht, wir nutzen nicht das Internet in diesem Sinne, an die kommt man dann nicht ran. Und ansonsten, es ist immer ein bisschen eine spannende Frage, wie viele Leute dann wirklich kommen. Das gleiche Phänomen kennen wir aus Berlin auch. Manchmal ist eine Veranstaltung, wo man sich dann hinterher sagt, Mensch, das war doch eigentlich ein aktuelles Thema, super besetzt. Da hätten wir uns eigentlich mehr Gäste erhofft. Anderes Mal ist man total überrascht, dann denkt man, das ist vielleicht gar nicht jetzt so ein Thema, was so stark mobilisiert. Da ist der Saal plötzlich voll oder übervoll. Der Film Die Aria von Mo Asumang, den Silvi vorhin erwähnt hat, den haben wir auch im Rahmen einer Veranstaltung in der Ebert-Stiftung gezeigt und anschließend mit Mo und weiteren Experten diskutiert. Mhm. Die Veranstaltung war super gut besucht. Also da gibt es manchmal auch Gründe, die man nicht so richtig erkennt, warum jetzt eine Veranstaltung besser läuft als die andere. Also die Schere geht ja weit auseinander, die Informationsschere. Ich habe vor ein paar Monaten, bin ich selbst mal gefragt worden von einem Bekannten, sag mal, läuft dieser NSU-Prozess in München eigentlich noch? Ups, muss ich erstmal durchatmen. Und andere sagen, oh, das ist irgendwie viel zu viel, was da über diesen Prozess da berichtet wird. Man mag es inzwischen fast gar nicht mehr hören. Also wie siehst du das? Zu viel Information oder zu wenig? Also dieses Gefühl von Übersättigung, gerade wenn es ums Thema Nationalsozialismus, Rechtsextremismus oder jetzt auch konkret NSU geht, das gibt es leider, würde ich sagen. Wird manchmal auch mit solchen Reaktionen konfrontiert. Ich würde sagen, die Berichterstattung insgesamt ist eigentlich sehr gut und auch anhaltend und nachhaltig und hat, glaube ich, auch wirklich was gebracht in der öffentlichen Wahrnehmung des Problems. Dass man natürlich, und wir werden ja in der Sendung heute auch noch über das Pegida-Thema reden, natürlich an diejenigen, für die Medien und insbesondere öffentlich-rechtliche Medien irgendwie nur Lügenpresse ist, dass man an die nicht rankommt mit einer sachlichen
professionell, journalistisch professionellen Berichterstattung, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber dass es diese Berichterstattung gibt, finde ich natürlich extrem wichtig. Und nochmal, ich glaube, dass schon durch viele gesellschaftliche Bereiche eine Art Ruck, eine Art Umdenken gegangen ist im Nachgang zur NSU, dass also die Arbeit der Untersuchungsausschüsse, dass die Medienberichterstattung, dass die Arbeit der vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, dass das schon was bewirkt hat und immer noch bewirkt. Insofern hoffe ich und wünsche mir, dass auch im weiteren Prozessverlauf die Berichterstattung so intensiv bleibt. Und abschließend, was würdest du sagen, wie hat sich die rechte Szene in den letzten Jahren, also auch während des laufenden Prozesses, verändert? Oder hat es dieser Prozess Auswirkungen auch auf die rechte Szene? Hast du eine Beobachtung gemacht? Ja, ich würde schon sagen, der Prozess, aber auch das ja laufende Verbotsverfahren gegen die NPD hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass es diesen Prozess der Ausdifferenzierung in der rechtsextremen Szene gibt. Wir kennen das schon länger, die Kameradschaften, die freien Kräfte, also es hat sich vieles, die autonomen Nationalisten, die ja vom Outfit her eher an die linke Szene erinnern, also so, ne, wissen wir alle, der klassische Springerstiefel ist, gehen das eigentlich überhaupt nicht mehr repräsentativ für die rechtsextreme Szene. Also wir haben eine Ausdifferenzierung. Und wir haben, das ist ein Phänomen, das wir, so zumindest unsere Interpretation der Zahlen, in unserer letzten Mitte-Studie über rechtsextreme und menschenfeindliche Einstellungen, die wir im November vorgestellt haben, festgestellt, es gibt so eine Art Verlagerung auf der Einstellungsebene. Eher weg von den klassischen, harten Dimensionen rechtsextremen Denkens, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, hin in die subtileren, auch in die wahrscheinlich in der Einschätzung vieler Leute anschlussfähigeren Bereiche, also Abwertung von asylsuchenden Menschen. Auch da sind wir wieder beim Thema Pegida und was da momentan auf den Straßen abläuft. 44% in einer repräsentativen Befragung 2014 lehnen asylsuchende Menschen ab. Große Abwertung gegenüber Langzeitarbeitslosen, gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft. Also wir sehen eine Verlagerung in diese Bereiche, einen generellen Rückgang. Auch das hat, glaube ich, etwas mit der, sozusagen eine doppelte NSU-Wirkung, die positiven Effekte, aber auch wahrscheinlich eine größere Zurückhaltung, zumindest bei manchen, offen diese rechtsextremen Einstellungen auch zu artikulieren. Also da ist gesellschaftlich sehr viel passiert und passiert immer noch. Wir haben aber auf der Einstellungsebene in bestimmten Bereichen immer noch extrem hohe Zustimmungswerte. Und das ist ein Punkt, der uns eben auch sagen lässt, also für Entwarnung ist wirklich kein Anlass. Wir müssen uns mit diesem Alltagsrassismus, mit dieser Menschenfeindlichkeit, die vorhanden ist, in den Köpfen vorhanden ist, aktiv auseinandersetzen. Ja, und wir wollen mal schauen, wie salonfähig Neonazis inzwischen geworden sind im Hinblick, Ralf Melzer sagt es eben, im Hinblick auf die Pegida, die sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des deutschen Abendlandes.